in die am wenigsten besiedelte Region Europas. Den Norden Rumäniens. Kaum Menschen, viele Bären und ganz viel unberührte Natur. Das Gegenteil von dem, wo er sich normalerweise herumtreibt, Grip-Moderator Matthias Malmedy. Sein Drang nach automobiler Grenzerfahrung hat ihn in die Walachei geführt, die echte Walachei. Und hier erwartet ihn ein automobiles Monster. Das hier ist kein Spruch, das ist die Walachei. Und das hier ist der Schnee, den es in der Walachei gibt. Das da sind die Bäume, die in der Walachei stehen. Und wir sind mittendrin auf der Suche natürlich nach einem Auto. Es gibt quasi zero Informationen über dieses Auto, keine Daten. Das Einzige, was es über dieses Auto gibt, ist ein Video im Internet. Und das hat mich sehr, sehr neugierig gemacht. Denn in diesem Video ist ein Auto mit gigantischen Ausmaßen zu sehen, das trotz seiner Größe den Gesetzen der Physik zu trotzen scheint. Ich glaube das nicht, dass das Auto das alles kann. Und so wie es aussieht, kann der riesige Offroader sogar schwimmen. Also ich meine, Rumänien ist ja für viel berühmt, ne? Aber nicht für besonders tolle Autos, aber das hier ist schon richtig krank. So, ich will ihn jetzt fahren. Hört ihr was? Ach doch, ich höre was. Alter. Das klingt mal nach bösem V8. Alter, was ist das denn für ein perverses Ding? Oh mein Gott. Was ist das für ein Riesenhaufen? Also, es gibt ihn tatsächlich. Hallo. Hey, hi, Matthias. Schön, dich kennenzulernen. Bist du André? Ja, willkommen in Rumänien. Hier ist dein Rescue. Der ist ja riesig. Großes Auto, große Aufgaben. Beim Rescue von Geo Motors ist der Name Programm. Dieser Prototyp wurde gebaut, um Menschen aus Katastrophengebieten zu retten. Auch wenn es bisher nur ein Exemplar gibt, der Rescue ist keine Bastelbude, sondern reif für die Serienproduktion. Der V8-Motor stammt aus dem Chevrolet Tahoe. Der Rest ist rumänische Handarbeit. 3,2 Tonnen verteilen sich auf 5,20 Meter Länge. Je nach Ausbauvariante können 12 Personen transportiert oder ein riesiger Löschwassertank installiert werden. Unglaublich, wie viel PS hat der? 400. Ist das genug Power? Mehr als genug. Mit den großen Reifen haben wir sehr viel Grip. Wo kann man mit dem Auto überall hinfahren? Du kannst damit wirklich überall hinfahren. Bis jetzt haben wir noch keinen Platz gefunden, an den wir nicht fahren konnten. Kein Witz. Ich werde es dir beweisen. Meinst du, ich kann das Auto fahren? Ja, nach ein paar Fahrstunden. Okay, los geht's. Halt, Matthias. Das ist kein normales Auto. Ich muss dich erst ein bisschen einweisen. Also, du bist erstmal Beifahrer. Ist klar, Beifahrersitz, ne? Ich liebe es. Tja, Fahrschüler. Doch im Gegensatz zur echten Fahrschule fehlt im Rescue eine Kleinigkeit. Legst du den Sicherheitsgurt an? Ja. Und für mich gibt's keinen Gurt? Nein. Okay, also es wird rustikal. Es gibt hier keinen Anschnallgurt für den Herrn Malmedy. Und so wie der Sitz aussieht, auch keine Sitzheizung. Yes. Das ist V8-Sound, Leute. Erstes Ziel des Offroad-Trips, die Steilhänge auf der anderen Seite des Tals. Die Straße ist eine Matschpiste, aufgeweicht von der Wintersonne. Matthias und André befinden sich übrigens auf der Hauptstraße. Eine andere gibt es hier nämlich nicht. Es ist das ideale Terrain, um Matthias schon auf den ersten Metern klarzumachen, was ihn heute erwarten wird. Ist es in Rumänien normal, überall Offroad zu fahren, wo man will? Ja, du kannst überall fahren. Es gibt keine Einschränkung. Das Hauptproblem in Rumänien ist, dass es kaum gute Straßen gibt. Und hier in den Bergen kannst du wirklich extreme Dinge machen. Ja. So, guten Tag, die Dorfbewohner sind auch da. Die denken sich wahrscheinlich auch, ey, ist das jetzt ein Raumschiff oder was ist hier los gerade? Im Video ist der Rescue extreme Manöver gefahren. Aber ob der Wagen das wirklich alles kann? Lektion 1, Klettern. Wohin fahren wir jetzt? Auf die Straße. Das ist nichts Besonderes. Das ist doch nicht die Straße. Doch, das ist die Straße. Also jetzt werden wir hier eine Steigung hochgehen, die ist mehr aus wie ein Hochhaus. Das ist die Straße. Ach, das glaube ich nicht. Alter Schwede.
jetzt rückwärts geht. Schau, ich mache das freihändig. Wenn es jetzt rückwärts geht, dann machen wir alle nur eine Rolle rückwärts und drehen uns 34 Mal. Und ohne Anschnallgurt wird das ziemlich blöd aussehen dann mit meinem Köpfchen, ne? Ach, du Schande. Aber es ist unfassbar, wie dieses Auto hier nach oben marschiert. Das ist, ja, keine Ahnung. Es ist einfach, er fährt hier hoch, wie ein Mercedes E am Strand entlang fährt, ja? So ungefähr fühlt sich das an. Überhaupt kein Problem. Ach du Scheiße. No, yes, yes, yes. Beim Extremklettern zeigt sich, der Rescue ist kein stumpfer Osttraktor, sondern clever abgestimmt. Ich bin ja sonst nicht so ein Schisser, ne? Ja, das ist natürlich geil jetzt, ne? Wir kommen hier mit der Nase genau runter. Mit jedem anderen Auto wäre jetzt vorne der Kühler quasi aufgesetzt. Aber mit dem hier rollen wir da richtig schön rum, weil die Vorderräder ganz vorne montiert. Schau mal. Ich halte an und fahre dann einfach wieder los. Okay, also er kann auch an dieser Steigung anhalten und einfach wieder losfahren. Das macht Spaß, muss im Ernstfall aber auch zu 100% funktionieren. André, gib dir einen Ruck. Ich habe genug gelernt. Jetzt kann ich selbst fahren. Okay. Okay, los geht's. Yes. Läuft. Matthias. Yeah. Matthias. Du bist nach meinem Vater und mir der Erste, der das Auto fahren darf. Du musst vorsichtig sein. Du bist der Erste. Also, ich bin der einzige Mensch nach seinem Papa und ihm, der das Auto überhaupt fahren darf. Pass bloß auf. Tatsächlich hat Vielfahrer Matthias nicht besonders viel Offroad-Erfahrung. Und eine neue Perspektive erlebt auch André. Ich bin noch nie auf dieser Seite gesessen. Und jetzt kannst du deutsche Fahrkunst genießen. Oh mein Gott. Oh Gott. Okay. So, Tür zu. Also, starte den Motor. Und dann den Knopf drücken? Ja. Okay. Die ersten Meter legt Matthias in Schräglage zurück. Alter Schwede, ist das krass. Was total komisch ist, ist, die Servolenkung ist total einfach. Die geht, hat eine extrem hohe Unterstützung. Also es ist sehr leicht, dieses Auto zu lenken. Offroad-Leidenschaft mit Sinnhaftigkeit verbinden. Das ist das Ziel der Menschen hinter Geo Motors. Ein Ziel vor ernstem Hintergrund, denn in Rumänien gibt es kein technisches Hilfswerk. Diese Lücke will Geo ausfüllen. Und wenn dann zum Beispiel Waldarbeiter gerettet werden müssen, macht die Arbeit auch noch richtig Spaß. So, das ist jetzt eine richtige Aufgabe hier. Und das wollte ich schon immer mal machen, mit irgendeinem Auto über einen Stapel Baumstümpfe drüber fahren. Und die Jungs sagen, der Gio, der kann das. Ob das auch für Matthias gilt? Alter, ist das krass. Ja, das geht. Unfassbar. Unglaublich. Boah, jetzt sind wir drüber. Jetzt geht's runter. Alter, für dich. Au. Das hat wehgetan, aber ich glaube, es ist nichts passiert. Also ich hoffe zumindest, dass nichts passiert ist. Zumindest am Wagen ist alles heil geblieben. Auch wenn Geo Motors nicht auf eine lange Tradition in Entwicklung und Bau von Fahrzeugen zurückblicken kann, ist der Rescue ein moderner Offroader. Und in puncto Sicherheit und Zuverlässigkeit bewegt er sich auf einem unglaublich guten Niveau. Beim Gruppentrip durch den Wald profitiert davon auch eine der Offroad-Ikonen schlechthin. Das heutige Begleitfahrzeug ist ein Land Rover Defender. Ja, was ist denn da los? Habt ihr euch schon wieder festgefahren oder was? It's the best. Das ist immerhin der beste Geländewagen, den man in Deutschland kaufen kann. Robert Bogdan Obdea ist der Kopf hinter Geo Motors. Er betreibt Rumäniens größte private Sicherheitsfirma und ist mit Geo im Begriff, eine rumänische Variante des technischen Hilfswerks aufzubauen. Er will mit dem Rescue Menschen helfen, so wie er auch gerade dem Defender hilft, wieder auf den rechten Weg zu kommen. Dieses Auto ist ja dafür gemacht, Menschen zu retten. Das ist kein Spaßwerkzeug. Aber sie haben sich halt gedacht, okay, wir brauchen hier irgendwas, was hilft. Weil anscheinend ist die Regierung nicht so drauf, dass sie wirklich überall hinkommt, überall hin möchte. Mit dem Helikopter kommst du nicht überall hin, wenn irgendjemand in Not ist. Und deswegen haben die Jungs dieses Auto gebaut.
Es hätte an dieser Stelle auch eine andere, besser befahrbare Route gegeben. Aber nur auf dieser Strecke kann man eindrucksvoll sehen, was der Rescue zu leisten imstande ist. Was Matthias am Internetvideo am meisten beeindruckt hat, war eine Fahrt durch den Fluss. Als Sonderausstattung gibt es sogar Luftkissen für extra Auftrieb. Im Auto baden gehen, das will Matthias selbst erleben. Doch am Fluss wartet eine eiskalte Überraschung. Gibt es doch Grenzen für den Rescue? Eigentlich wollten wir mit dem Auto durch den Fluss fahren, aber das Problem ist, der ist komplett zugefroren. Selbst wenn man hier so einen dicken Stein nimmt und den richtig weit hochwirft, passiert rein gar nichts. Und ja, das heißt, dass das Eis zu dick ist. Und das Problem ist, wenn das Auto da reinfährt und es bricht auf einer Seite ein, dann macht es krrrt. Und das eine Rad bleibt oben, das andere ist unten im Wasser. Und dann nehmen wir ein ungewolltes Bad, weil sich das Auto dann umdreht. Und deswegen lassen wir das lieber bleiben, weil wenn du in diesem eiskalten Wasser länger als eine Minute drin bist. So, aber die verrückten Jungs, die probieren das natürlich trotzdem, ne? Die Rumänen lassen sich durch nichts einschüchtern. Was nicht heißt, dass Rumänen respektlos gegenüber Gefahrensituationen sind. Ganz langsam beginnt die eisige Fahrt. Also durch so einen Fluss zu fahren ist, glaube ich, ziemlich spannend. Für mich ehrlich gesagt ein bisschen zu spannend. Mich hat hier die Schisshose gepackt. Wasser ist für mich gut, wenn es 20 Grad hat und man drin schwimmen kann. Aber den Chef persönlich, den hat jetzt der Ehrgeiz gepackt. Der will mir zeigen, wie gut sein Auto ist. Und wir sehen es. Ja? Es fährt da durch, da liegen riesengroße Steine drin. Und der Gio fährt da einfach durch. Und selbst die dicken Eisplatten können eine kurze Flussdurchquerung nicht verhindern. Der Rescue kennt tatsächlich keine Hindernisse. Matthias ist begeistert. Das war sehr beeindruckend. Vielen Dank dafür. Der rumänische Offroader hat also gehalten, was er im Internetvideo versprochen hat. Und auch der Ausspruch "irgendwo in der Walachei" hat für Matthias eine ganz neue Bedeutung bekommen.